Herzlich willkommen zu unseren How-to-Praxistipps. Heute geht es um die Inbetriebnahme von ABB-Frequenzumrichtern, im Speziellen und dem ACQ580 für die Wasser- und Abwasserbranche. Wir sind Boris Feinger und Klaus Allgeier. Boris, was hast du uns heute mitgebracht? Wir hatten in den letzten How-to-Videos unsere Einrichtung des PID-Assistenten gezeigt. Heute können wir zeigen, wie wir den um eine Schlaffunktion ergänzen. Top. Klingt gut. Dann lass uns mal sehen, wie die Einstellungen dafür zu machen sind. Was bringt uns denn eine Schlaffunktion, Klaus? Die Schlaffunktion hilft uns bei der PID-Regelung, dass wir den Antrieb nicht die ganze Zeit laufen lassen und können dadurch Energie sparen und reduzieren auch die Belastung der Arbeitsmaschine. Super, das ist ja eine tolle Funktion. Ja. Gerade heute, wo die Energieeffizienz so wichtig ist. Okay, dann zeig uns einmal, wie die Einstellungen dafür zu machen gerne. Sind. Gerne. Zum Setup gehen wir ins Menü, wählen die Grundausstellung ein. Wie ihr hier seht, an der Anzeige Bar hatten wir vorher noch von unserem letzten How-To bereits die Prozessregelung PID das Setup gemacht. Wir gehen jetzt hier rein in die Prozessregelung, gehen auf die Schlaffunktion, wählen diese aus, gehen auf Schlaffunktion benutzen. Dadurch können wir hier jetzt die einzelnen Themen bearbeiten. Wir haben hier die Aktivierungsschwelle. Die Aktivierungsschwelle ist im Moment bei 50 Hertz. Die reduzieren wir auf 20 Hertz oder auf 10 Hertz, speichern diese. Die Verzögerungszeit reduzieren wir auf 5 Sekunden. Warum haben wir dort eine Verzögerungszeit, Boris? So. Die Verzögerungszeit ermöglicht uns, das System relativ ruhig zu halten, damit wir nicht so ein ganz unruhiges System bekommen. Und die Verstärkungszeit bedeutet, wir können am Anlaufen der Schlaffunktion, bevor die Schlaffunktion gestartet wird, geben wir nochmal eine intensive Druckerhöhung oder eine intensive Arbeit mit und verstärken dann 3 Sekunden den Druck, damit wir die Ausschaltzeit der Pumpe bzw. des Motors, des Frequenzumrichters, noch etwas hinauszögern können. Also habe ich richtig verstanden, wir erhöhen jetzt in dem Fall den Druck etwas über den Sollwert hinaus. Genau. Haben dann einen kleinen Puffer, der uns hilft, länger zu schlafen. So sieht's aus. Wer hätte das nicht gern jeden Morgen? Ne? So. Hier haben wir dann, ich erhöhe mal dies um 0,5 Bar. Die Aufwachabweichung. Klaus, was machen wir denn mit der Aufwachabweichung? Ja, auch Aufwachen ist wichtig irgendwann in dem System. Und das System würde dann aufwachen, wenn eine Druckgrenze unterschritten ist. Geben wir 2 Bar ein? 3 Bar? Nein, ich glaube, bei. Wie viel würdest du eingeben? Ja, ich würde mal 1 Bar eingeben, das würde doch reichen. Ist aber systemabhängig. Ja. Aufwachverzögerung haben wir auch wieder drin, einfach um da die Ruhe im System zu halten. Da reicht uns die 1/2 Sekunde. Somit sind wir schon fertig mit dieser Funktion. Gehen zurück. Und wir wären bereit zum Testen. Dann lass uns ran. So. Wir geben das Startsignal. Du machst jetzt was, Boris? Ich erhöhe die Ausgangsfrequenz, den Sollwert und erhöhe nicht den Istwert. Und dadurch läuft der Motor jetzt mit Volldampf, sprich Volldampf. Die Pumpe würde auch maximal genau. Laufen. Und nun erhöhen wir den Istwert. Die PID-Regelung regelt. Pumpe läuft langsamer. Pumpe läuft langsamer. So. Und nun haben wir unseren
Solldruck erreicht. Sogar überschritten. Überschritten. Und wie wir hier sehen auf dem Display, die Schlaffunktion ist jetzt aktiviert. Das wird gekennzeichnet über diese Z-Symbole. Schnarcht ein wenig. So, nun ist der Differenz zwischen Ist- und Sollwert wird höher. Nun schauen wir, die Aufwachfunktion hat direkt zugeschalten und bringt uns wieder zurück in den Betrieb. Funktioniert, Klaus. Klasse, Klaus, und ganz wie immer ohne Handbuch. Wunderbar. Das war's mit unseren ABB How-To's. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut uns bei unseren nächsten How-To's wieder zu. Habt ihr Anregungen oder Kommentare, schreibt sie bitte in die Kommentarzeilen. Eure ABB How-To's. Klaus Allmayer und Boris Feiger.